Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Ella und der schwarze Jaguar. In diesem Film geht es halt um die Ella. Gespielt in jüngeren Jahren wird sie gespielt von Ariam Camacho. Die kennt man bisher noch nicht so wirklich, die ist noch ziemlich neu im Filmgeschäft. Und in älteren Jahren wird sie gespielt von Lumi Polak. Die kennt man zum Beispiel aus The Life After. Und sie wächst auf bei Eingeborenen in den Urwäldern, lernt dort alle möglichen Sachen kennen, die man halt kennt, alles mögliche an Tiere. Und eines Tages trifft sie einen schwarzen Jaguar, ein schwarzes Jaguar-Baby, denn die Mutter wurde von Wilderern erschossen. Ja, und sie kümmert sich um das Baby, bis sie eines Tages mit ihrem Vater, der wird gespielt von Paul Green, den kennt man bisher nur so aus kleineren Produktionen. Und ihre Mutter wurde leider auch von Wilderern getötet. Und sie fahren dann weg aus dem Urwald hin nach Amerika. Aber Ella ist da gar nicht so glücklich. Sie möchte eigentlich wieder viel lieber in den Urwald. Und ja, auch ihre Lehrerin, mit der Biro-Lehrerin, kann sie ja wirklich gar nichts anfangen. Die Lehrerin wird gespielt von Emily Bett Rickards. Die kennt man hauptsächlich so aus dem Arrowverse, also aus den The Flash und Arrow Serien. Und die kann Ella gar nicht abhaben. Denn zum Beispiel, als es darum geht, in der Schule Frösche zu sezieren, macht sie da einen riesen Aufstand und macht auch dann Plakate in der Schule und alles dies und das, was sie gar nicht so mag. Und so ist das halt. Und sie kommen dann einfach wirklich gar nicht miteinander zurecht. Und Ella hört dann das, beziehungsweise kriegt dann raus, dass die Eingeborenen, der Aura, der Stammesälteste, der Stammesanführer, je nachdem, wie man es sehen möchte, x Briefe geschickt hat zu dem Vater, und der Vater sagte ihr gar nichts, und sie machte einen riesen Aufstand und hörte, dass jetzt nur noch ein schwarzer Jaguar noch übrig ist, weil die Wilderer da alles an Tiere festnehmen, was sie festnehmen können. Und ja, was macht Ella? Sie beschließt, weil sie denkt, dass das ihr alter Jaguar ist, einfach so in den Urwald zu gehen. Und die Biolehrerin kriegt das mit und versucht sie davon abzuhalten, was sie ja nicht so schafft, und somit landen beide dann in dem Urwald. Ja, so viel zur Story. Also ich muss sagen, der Film ist ein sehr schöner, familienfreundlicher Abenteuerfilm für die ganze Familie. Also der Film hat mir richtig gut gefallen. Bis auf eine Sache, auf die komme ich später drauf zurück. Hat mir der Film eigentlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und schöne Naturaufnahmen. Die Story hat ein sehr schönes Erzähltempo. Bei den ruhigeren Szenen ist dann das Erzähltempo auch wirklich dann auch angepasst. Und wenn es dann wirklich dann spannend wird, dann ist man da auch sofort richtig drin. Dann fiebert man auch wirklich ganz schön mit zu den ganzen, bei der ganzen Story. Also das passt hundertprozentig alles. Und auch die Schauspieler, also die meisten sagen mir alle gar nichts, weil ich habe jetzt The Flash und Arrow damals leider nicht gesehen, die Serien. Daher ist mir Emily Bett Rickards nie aufgefallen. Also ich denke mal, dass gerade Lumi Polak, die sticht da wirklich sehr stark raus. Also die sticht ja wirklich sehr stark aus, was Mimik, Gestik, Charisma und sowas alles angeht. Da sticht sie wirklich sehr, 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 sehr stark heraus. Und ich denke mal, wenn ihr da nichts, irgendwie was passiert oder so, werden wir von ihr bestimmt auch häufiger was hören. Denn ich denke mal, durch diesen Film wird sie sich einen Namen machen können. Was mir an dem Film nicht gefällt, ist, dass der Jaguar ein echter Jaguar war und kein computeranimierter Jaguar. Was mir wirklich lieber gewesen wäre, denn ich finde, wir sind langsam davon, müssen langsam davon wegkommen, dass wir Tiere in Filmen einsetzen. In vielen Filmen wird es mittlerweile nicht mehr gemacht, was ich sehr gut finde. Und das ist auch ein Grund, warum ich, egal wie gut oder wie schlecht die Tiere dort behandelt werden,
kein Zirkus betreten werde, wo Tiere halt auftreten. Also, das ist wirklich der Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Klar, natürlich ist es eine europäische Produktion und kanadische Produktion. Der Film wurde gedreht. Moment, das habe ich hier auch. Produktionsland in Frankreich. Und ja, trotzdem. Also ich finde, klar, die europäischen Filme haben jetzt nicht so viel Budget wahrscheinlich, um da jetzt einen computeranimierten Jaguar da rein zu integrieren. Aber ich finde es, weiß ich nicht. Also ich habe da immer Bauchschmerzen, wenn wirklich Tiere da in Film auftauchen. Jetzt sage jetzt mal Hunde, Katze, ja, ist schon grenzwertig, aber jetzt so Wildtiere wie ein Jaguar, oh, da habe ich wirklich richtig Bauchschmerzen bei sowas. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten, also das ist wirklich auch wirklich der einzige Kritikpunkt an diesem Film. Es werden auch die ganzen Themen aufgegriffen mit den Wilderern. Es wird gezeigt auch, dass der Amazonas immer noch bedroht ist und viele Tierarten immer noch bedroht sind, manche auch gar nicht mehr existieren und so. Finde ich schön, dass dieses Thema auch mal wieder in den Fokus rückt, weil ja, das geht irgendwie mittlerweile, ja, man weiß es zwar, man nimmt es einfach so hin, aber ich finde schön, dass der Film das dann auf seiner eigenen Art und Weise, dass wir da in den Fokus rückt. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. So, Ella und der schwarze Jaguar. 1 Stunde 40 Minuten Abenteuer. Also, man muss wirklich sagen, der Film ist super anzuschauen. Hat auch eine FSK 0. Also, man kann auch mit jüngeren Kindern dann auch reingehen. Ein wirklich sehr toller Abenteuerfilm für die ganze Familie. Der Film macht wirklich Spaß, der Film hat Spannung, der Film hat eine schöne Story. Einfach top, muss ich wirklich sagen. Wie gesagt, das Einzige, wo ich dem Film die Ohren lang ziehe, ist, dass da tatsächlich ein echter Jaguar halt mit involviert ist in dem Film, was mir halt jetzt nicht so gut gefällt. Aber ansonsten muss ich sagen, hat der Film wirklich eine tolle Story. Und somit gebe ich den Film 4 von 5 Totenköpfen. Den Abzug für den Jaguar halt und so. Aber ansonsten 4 von 5 Totenköpfen. Ja, das war die Filmbewertung von Ella und der schwarze Jaguar. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Und da sind dort ein paar interessante Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.